Hallöchen Leute und willkommen zurück zu FTB Feed the Beast. Heute haben wir Verschiedenes auf dem Plan. Und zwar zuerst einmal baue ich das Ding ab, weil es glaube ich fertig ist, genau. Und weil es ein Bug ist, zeigt er hier an, dass noch was drin ist, aber es ist eigentlich gar nichts mehr drin. Ich habe alles Creosote-Öl hier drin. Das heißt also, die Dinger sind jetzt wieder leer, ich kann wieder Kohle reintun. Aber dann habe ich mich gefragt, hey, kannst du mit Creosote-Öl irgendwas machen? Hey, du bist ja fertig. Cool. Der ist fleißig am Arbeiten, finde ich ziemlich cool. Und ich sage das Wort relativ oft im Moment. Aber ja, auf jeden Fall, wir legen noch ein bisschen Kohle rein. Und dann zeige ich euch noch, was ich noch machen will. Und zwar, ich will diese Folge Kunden dazu bringen, eine Chest hinter sich zu füllen. Nach jedem Mal, wenn er hier durchgeht. Das heißt also, dass er das Holz automatisch hier runterbringt zu unserem Brennsystem, das momentan, glaube ich, aus ist. Glaube ich. Jo, nein. Ist aber kein Holz drin. Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Auf jeden Fall, ja, das noch. Das heißt also, wir finden einen Weg, um Kreosotöl wiederherzustellen. Zu verarbeiten, meine ich. Und, kümmern uns um Kuhn. Wie Energie aus? Ach so, okay. Alles klar. Dann bringe ich mal zurück hier, gehe ich mal zurück zum Quarry, denn im Quarry ist nämlich keine Energie drin und ich will dem Energie geben. Das heißt also, wir werden das hier reintun. Zum MFSU. Und er wird das Ding jetzt powern, damit das Ding wieder läuft. Jetzt kann ich also wieder zusehen, wie das Ding abbaut. Denn ich brauche unbedingt ein bisschen Iridium. Und ich finde einfach keins mehr. Liegt wohl komischerweise daran, dass das Ding aus ist. Aber ja, das wird laufen. Ich werde jetzt gleich mal nach einem Weg suchen, um Kreosotöl zu verarbeiten. Mal schauen. Und dann kümmern wir uns auch noch um Kuhn. Wie ich das genau mache. Ich hab so einen kleinen Plan. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Legen mal den ganzen Scheiß hier rein. Und wir sehen uns gleich. So, ich hole jetzt erstmal die ganze Kohle hier raus. Oh, ich habe so viel Kohle. Nein, ich will 8 Stacks haben. Genau. Die legen wir jetzt mal in die Coal Coke Oven rein. Denn, ich habe nachgeschaut. Man kann aus Kreosotöl tatsächlich, oh, du fängst schon an. Gut. Tatsächlich Energie machen. Das ist sogar noch, das ist fast, glaube ich, so stark wie Biomass. Also, in der Hinsicht ein richtig gutes, du hast doch Öl. Okay. Auf jeden Fall stecke ich die mal rein. Hab Kreosotöl bis oben hin. Jetzt gucken wir mal. Live im Wiki. Und nein, das ist kein Versuch, künstlich die Folge zu verlängern, meine Freunde. Denn es würde mir sowieso nichts nützen, die Folge zu verlängern. Das ist nämlich nur mehr Megabyte. Glaubt mir, Leute. Ich mache das, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung bekommt, was ich denn, wie ich denn genau das Wiki durchschaue. Also, wir gucken nach Kreosotöl. Das habe ich hier. Ein Beiprodukt von Coal to Coke Umwandlung und ja, can be burned as a fuel, bedeutet man kann es verbrennen. Und zwar im Semi-Fluid Generator, mal gucken, is a machine added by GregTech that generates by burning the fluids from the chart below. Ja, ist mir klar. This is a good machine to build if you have excess creosote oil from turning coal into coal coke in your coke oven. Okay. Das heißt also, es ist extra dafür geeignet. Ich denke mal, es ist einfach nur. Es ist einfach nur. Es ist einfach nur ein Ding, das man hinsetzt und dann Flüssigkeit reintut. Und da habe ich mir ziemlich. Warte mal, Kreosotöl. Kann man das da rein tun im Sinne von. Wisst ihr was? Wir bauen das Ding einfach mal. Das heißt Semi-Fluid Generator. Den bauen wir. Aus 5 Reinforced, Refined Iron Plates. Und 2 Circuits und ein Generator und Reinforced oder Hardened Glass. Wie wird ein Hardened Glass gemacht? Oh Gott. Induction Smelter, das Ding mag ich überhaupt nicht. Eventuell habe ich Reinforced Glass. Ich muss sowieso Reinforced Glass machen, weil ich das brauche für die Advanced Solar Panels. Deswegen werde ich das mal machen. Und zwar, wir brauchen dafür Glas. Wo immer mein Glas ist. Oh, wo ist mein Glas? Alter, das klingt wie... Wo ist mein Meth? Verdammt nochmal, wo ist das hin? Hier habe ich nichts drin, oder? Habe ich die hier oben? Nein, habe ich nicht. Okay, dann stecken wir mal, ich wollte gerade sagen Gras. Nein, wir stecken Sand hier rein. Und, machen daraus Glas. Und wir brauchen Reinforced Glass. Das machen wir uns mal ganz kurz. Bevor wir, oh, du sollst... Ah ja, genau, wir stecken es da rein. Und während es brennt, zeige ich euch ein anderes Problem von mir. Und zwar, manchmal, wenn ich das Ding hier betätige,
baut er den Baum nicht, dann, was ist das für ein Baum? Ach, der war nur nicht geladen, okay. Auf jeden Fall, der baut dann den Baum nicht. Der macht einfach zack und dann sind die vier Saplings da. Ist überhaupt nicht schlimm, weil, dann geht Kuhn einfach nur drüber, baut die Dinger ab und, wie so ein Baum baut es dann ab, aber halt nur die Saplings und stellt sich wieder dahin. Also von daher macht das den Kreislauf überhaupt nichts aus. Aber trotzdem, es könnte eventuell sein, dass ich die auf dieselbe Dings eingestellt habe. Frequenz, also, dieselbe Tickanzahl. Wir gehen mal ungeachtet dessen, was das hier alles bedeutet, von hier aus einfach mal hier lang. Das sind 1, 2, 3, 4 Ticks, die wir vernachlässigen können, weil beide daran angeschlossen sind. Aber das hier sind 4 Ticks und das sind jeweils ein Tick eine Seite, ein Tick andere Seite. Ne, 2 Ticks und 3 Ticks. Das heißt also, die müssten... Eigentlich müsste ein Tick mindestens dazwischen liegen. Und das wiederum verwirrt mich. Eventuell werde ich mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Eventuell liegt es aber auch nur daran, weil Bone Meal manchmal nicht so ganz funktioniert. Weswegen ich eigentlich auch, ich weiß nicht, irgendwie, entweder das Ding zweimal feuern lassen kann oder ich baue zwei Deployer hin, die Bone Meal benutzen. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir lassen Kuhn mal bearbeiten. Und es wird wieder zum sechsten Mal, gefühlte sechsmal am Tag irgendwie Nacht. Und ich glaube, das macht rein von der Logik her null Sinn. Aber, das ist egal. Wir schlafen, beziehungsweise ich werde gleich schlafen. Und dann, machen wir mal Reinforced Glass. Und dann bauen wir den Semi-Fluid Generator. Gute Nacht. Ich sagte gute Nacht. Goddammit. Wir können nicht schlafen, bis wir den Mond sehen können. Na, da ist er doch. Dankeschön. Ich liebe den Spelunky-Soundtrack. Auf jeden Fall. Ich habe hier Reinforced Glass gemacht. Und komischerweise bekommt man aus einem Craft 7 Stück. So was habe ich in Minecraft noch nie gesehen, dass man 7 Stück bekommt. Das geht sowas von überhaupt nicht auf. Dann hat man, das ist genauso wie bei Bone Meal, wenn man die ganze Zeit craftet, dann kommt man auf 63. Bei 3 und bei 7. Wenn bei 7 kommt man, nee, bei 7, Moment, doch, kommt man auf 63. Und bei 3 ebenfalls. Das heißt also, wenn man dann die ganze Zeit craftet, bekommt man 63, das ist total bescheuert. Auf jeden Fall, ich habe alles zusammen. Wir machen uns jetzt mal, und der Rest ist Refined Iron, verdammt nochmal. Ich habe vergessen, die Platten hier reinzumachen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sind genug. Wie gesagt, also, wir brauchen dieses Semi-Fluid Generator jetzt nur, um das schöne Creosote-Öl, das wir bekommen, in großen Massen. Na, eigentlich nur in großen Massen, weil ich es die ganze Zeit nicht benutzen kann. Ich wette mit euch, das geht langsam, nur langsam. Oh. Ah, nee. Ist nur die Drawing Distance. Das geht nur langsam, kommt nur langsam an, weil wir es jetzt benutzen. Und wenn wir es nicht benutzen, dann ist natürlich viel zu viel da, weil wir gar nichts brauchen. Rein von der Logik her. Aber auf jeden Fall, wir craften uns das Ding jetzt mal. Ist nicht sonderlich kompliziert, aber fürs Erste wollte ich jetzt nur einen einzigen machen. Dieses Ding ist vermutlich einfach nur ein Gerät, das man auf den Boden setzt, man was anschließt und man kann Energie gewinnen. Und genau deswegen werde ich dies an das Ding hier anschließen. Glaube ich zumindest. Werde ich das tun? Ich glaube, ich werde das tun. Und werde die Flüssigkeit von da aus nach hinten leiten. Oder ich gebe die in den Quarry. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich werde mal zuerst einmal im Dings schauen. Ich brauche bitte den Semi-Fluid Generator. Semi-Fluid Generator. Und ja, es ist ganz, bei Definition ist es ein Generator und kein Generator. So. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur Flüssigkeiten reinlegen. Ich kann mir nämlich nicht ungefähr vorstellen, nicht unbedingt vorstellen, dass man dann die Flaschen reintun muss. Aber, ja, wir werden das Ding mal ausprobieren. So. Man kann nicht mal rechtsklicken. Ah, man muss so rechtsklicken, okay. In Recipes. Recipe, sorry. Out. Seed Oil. Okay. Wahrscheinlich. Ach so, das ist kein Auswählen, sondern es ist einfach nur, das zeigt er jetzt an. Okay, alles klar. Dann legen wir jetzt einfach mal ganz stumpf eine Leitung dahin. Cobblestone Waterproof Pipe habe ich schon genug hier. Und wir brauchen ein Altar Gate und dazu eine... Nicht Stone, ich brauche eine Wood Waterproof Pipe. Genau du. So. Das heißt, wir legen jetzt die gesamte... Ich weiß gar nicht, ob das ausreicht. Ich glaube, es reicht aus. Ich guck mal. Ich habe es extra eins nach unten gemacht, damit er irgendwie noch was drüberlegen kann.
Sieht ganz lustig aus. Auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt unsere Gate. Tun sie hier drauf. Bevor ich aber Liquid and Tank, bevor ich hier drauf drücke, will ich nochmal testen, ob das auch so funktioniert. Ich denke mal schon. Ich meine, wie soll es anders funktionieren? Von daher, ab geht's zur Gate. Genau, und los geht's. Da wird wahrscheinlich unendlich viel Energie verloren gehen, weil die Strecke so lang ist. Aber soll uns nichts ausmachen. Ist ja auch egal. Autarke Gate habe ich noch zwei Stück, die lege ich mal hier rein. Bevor ich schlafen gehe. So. Nein, nein, nein. Liquid and Tank, Energy Pulse. Na komm. Liquid and Tank, Energy Pulse. So, wo ist jetzt der Zombie? Ich muss unbedingt finden, weil, da ist er doch. Ich habe gedacht, das wäre eine Höhle. Vielen Dank. Denn ich will unbedingt, alle Höhlen erforschen, damit ich maximalen Ausstoß beim Monster-Spawner habe. Aber habe ich auch so. Ich habe mittlerweile schon sau viele Vasen dahingelegt. Also sau viele, wo ist das Bett? Sau viele, Brain in a Jar, weil die Level so verdammt viele waren. Also ich komme gar nicht hinterher mit dem Leveln. Also von daher ist momentan verlevel ich auch nichts, weil ich nichts brauche. Ihr werdet sehen, hier ist überfüllt mit XP, wenn ich hier hingehe. Die kann er gar nicht speichern, weil die Gläser zu wenig sind. Wie ihr sehen könnt. Und ich habe es so gemacht, passt mal auf, alles was hier drin ist, wird gespeichert hier in Chan, aber alles andere wird ins Feuer geschmissen und stirbt. Das heißt also, alle Drops verschwinden außer dem, was ich will. Das heißt also, ich will keine Zombiefleisch und keine übermäßigen Pfeile, weil ich habe schon fast ein Dings voll, Barrel. Also in dem Sinne ist es auch alles okay. Von daher. Das Kreosot-Oil läuft in Maßen, sag ich mal. Nicht in Massen. Ist schon was angekommen? Nein, ist nichts angekommen. Oh, da kommt's ja. Okay. Ja, funktioniert. Super. Wie viel kann er speichern? Das gucke ich jetzt mal nach, bevor... Hier steht gar nichts. Da kann ich speichern. Data Value... Nein, steht nichts da. Produziert er schon? Ich glaube nicht. Wir warten einfach mal ab, bis alles drin ist. Moment mal. Der bekommt Energie, wie er... Oh ja, ja, ja. Unten das Holzding ist aus. Komplett aus. Das heißt also, er bekommt Energie nur von dem Ding hier. Das heißt also, es läuft gerade. Nicht gerade schnell, aber stetig. Und deswegen werden wir das Ding jetzt aufbrauchen. Es wird lange dauern, lange. Aber es wird eine stetige Quelle sein. Und von daher haben wir das gelöst. Und jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen. So, ich habe ein kleines System aufgebaut. Es ist noch lange nicht fertig, deswegen gehen wir mal zusammen damit durch. Was ich machen will, ist... wir gehen erstmal durch, was ich hier alle gebaut habe. Also ich habe zuerst mal ein Auto-Crafting-Table, der darauf eingestellt ist, dass er die Firelocks hier umbauen soll. Wie das Ding funktioniert, falls ihr nicht in den ersten Folgen dabei wart. Man kann per Item-Pipes Holz da rein tun, bis zu 64, weil es dann rausfliegt. Das stackt sich hier drin. Und was man rauszieht, ist automatisch das Resultat. Das heißt also, er zieht immer, wenn ich das hier anmache, das ist permanent an, das habe ich so eingestellt, dass er permanent zieht. Wird er automatisch so lange ziehen, bis noch ein Item drin ist, damit das Rezept drin bleibt. Und damit werde ich das verarbeiten, also das Holz in verarbeitetes Holz umbauen und es dann da reintun. Hab noch ein Exo-Barrel gemacht, das heißt also ein Exo-Upgrade per mit Dark Iron. Moment, wie heißt denn das Ding? Barrel Upgrade. Genau. Extra Dimensional Upgrade habe ich mit Dark Iron, davon habe ich noch genügend übrig. Hab das da reingetan. Und will jetzt sozusagen ein System aufbauen. Das bedeutet. Das sozusagen arbeitet, wenn das Ding hier nicht leer ist, dann, wenn das Ding hier nicht voll ist, dann soll er von da aus das Holz da reintun und da verarbeiten. Und das realisiere ich folgendermaßen. Ich versuche es mal folgendermaßen. Also, ich lege mal eine Iron Pipe dahin. Dann lege ich eine Ore Gate hierhin, die, Moment, Inventory Full. Moment, Items in Inventory. Oder ich mach's so. Wenn Items drin sind.
Ne, Moment. Wir machen es so. Space in Inventory. Ich glaube, so würde das eigentlich klappen, denke ich mal. Aber wir machen es so. Inventory full, das heißt also, solange das Ding voll ist, sendet es kein Signal aus. Und dann legen wir einen Block unten drunter. Folgendermaßen, so. Moment. Ja. Und dann einen Repeater hier hin. Genau. Und der Repeater wird dann in eine Redstone-Torch füttern, die das ganze Signal umkehrt. Oh, eigentlich wollte ich es gar nicht da reinlegen. Die das Signal umkehrt. Und, Moment, wie machen wir das? Wie machen wir das genau? Vielleicht einen Block weiter oder so? Kann es sein, dass es dann besser wäre? Moment mal. Ich baue das mal auf, wie ich es mir gedacht habe. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das heißt also, wenn das Ding jetzt Inventory full ist, dann gibt es ein Redstone-Signal aus. Das geht hier lang, geht in den Block rein und schaltet die Redstone-Torch aus, sobald das voll ist. Und das invertiert, wie ihr ja wisst, das Signal. Jetzt machen wir mal eine Wooden Pipe hier hin. Mit einer All-Tack Gate, die ich mir übrigens bei dem Grinder geklaut habe wieder. Deswegen muss ich neu machen. Wenn das hier, machen wir mal kein Redstone-Signal empfängt. Nee, wenn es Redstone-Signal empfängt, so. Dann gibt es einen Energy Pulse. Und solange jetzt also das Ding jetzt nicht voll ist, gibt es kein Signal aus. Und das Ding aktiviert sich und saugt aus diesem Ding hier, wenn da Holz drin ist, die Logs raus und zieht sie in den Project Table. Das Ding ist permanent an. Das hat permanent ein Signal, weil ich eingestellt habe, solange es kein Signal empfängt, soll es Energy pulsen. Also einfach basically macht es die ganze Zeit Pulse. Und jetzt müssen wir nur noch das System aufbauen, dass Kun, nachdem er fertig ist mit Bauen hier, sein Holz in die Chest tut und die dann automatisch getransportiert werden. Getransportiert. Ah ja, wie wir das machen, ist ganz einfach. Also simpel. Ich glaube, dass ihr wisst, was simpel bedeutet. Also, wir legen mal alles ab, was wir nicht mehr brauchen. Und dann gehen wir mal durch. Fütterzeit. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Deswegen habe ich die ganze Zeit so einen Stopp an Kuhfleisch gehabt. Und ich will unbedingt daran denken, für die Zukunft immer so schön Fleisch aufzubereiten. Deswegen gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Ich habe zwar noch genug und es verbraucht sich recht langsam. Nicht so schnell wie in einem echten LP. Weil, upsala, Luft im Getriebe. In den neuen Versionen ist es irgendwie so, dass man so viel Scheiße braucht. Also nicht Scheiße, ich meine Essen. Da braucht man zum Teil vierfach so viel Essen, weil irgendwie die Hungerleiste so schnell leer geht. Also ich finde das total bescheuert, was da los ist. Aber ja, zurück zum Thema. Wir wollen... Ja, genau so. Habe ich ein Iron Chipset gemacht? Ja, habe ich. Super. So, das kommt hier rein. Jetzt soll er ein Redstone Iron Chipset machen. Und sobald er damit fertig ist, macht er... Na? Komm schon hier los. Aber ja, macht er die Gates. Denn ich brauche die Attack Gates wieder, denn... ich habe viel zu wenige davon und ich brauche die überall, weil die so nützlich sind. Die zwei sind jetzt also weg und die habe ich unten benutzt. Aber ja, gut. So, ich bin fast fertig. Ich habe jetzt eine ein Ortec Gate hier hingemacht, der automatisch Items erkennt, die hier drin sitzen und automatisch nach unten verfrachtet in die Exobox. Exobox, so nenne ich die jetzt. Obwohl es ein Maxi-Upgrade für ein Barrel ist. Aber ja, da geht die Pipe lang, ganz geradewegs in die Richtung Untergrund. Und was wir jetzt machen wollen, ist erstmal ausprobieren, dass alles funktioniert. Und zwar... Wir werden alles unser Holz hier reintun. Zack, 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 zack. Und das wird jetzt schön durchgejagt. Und sollte da unten ankommen, so schneller als ich fliegen kann, sollte hier drin ankommen und automatisch verarbeitet werden. Empty. Ah, da kommt's ja. Ah, die werden langsamer. Ja, schon klar. Schon klar. What? 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 Jetzt funktioniert's. Und zwar, die Barrels nehmen ihre Items nur von oben an. Nur ganze Stacks nimmt's von allen ein. Von allen Seiten. Und das sieht cool aus. Ganz schön cool. Aber ja, hier geht's auch schon los. Das Ding zieht die ganze Zeit hier raus. Die Holzdinger landen hier drin. Und zum Glück läuft das Ding schneller als das. Denn egal wie schnell das hier kommt, das hier zieht immer schneller raus. Wie ihr sehen könnt, das
kommt also nicht zu viel an und füllt das Ding auf. Nein, im Gegenteil sogar. Es zieht sogar, und es läuft relativ stabil, würde ich mal sagen. Die ganzen Items kommen also regelmäßig hier lang. Und, ja. Das heißt jetzt also, wir werden dieses System fast vervollständigen. Jetzt müssen wir nur noch Kun drauf programmieren und wieder mal schlafen, weil 6 Nächte vergehen. Kun darauf programmieren, dass er die Items, nachdem er gefällt hat... Warum stehst du hier, Kun? Warum? Du bist ein Depp, Kun. Das sage ich dir jetzt schon. Wir legen mal alles Holz hier, was wir haben, hier rein. Aber ja, wir werden Kun darauf programmieren, dass er jetzt die Items danach in die Chest legt. Und das werde ich euch gleich zeigen, wie man das macht. Nein. Aus. Böser Golem. Böser Golem. Ja, wir gehen mal zu der Stelle, wo er gerade nach dem Fällen von hier aus nach da kommt. Da muss er sich nämlich zuerst nach da drehen, das Ding vollhauen und dann nach rechts drehen. Und genau in dem Moment, wie gesagt, wollen wir ihn ja programmieren, dass er dies tut. Turtle, dig down. Forward, forward, turn right, forward, turn right. Genau hier dazwischen wollen wir einen Cut machen. Hier soll er also zuerst einmal Turtle, turn, Moment, left. Genau. Dann soll er Turtle, select. Und dann wollen wir die Slots auswählen. Einzeln alle, Moment mal. Select. Und dann einfach die Nummer rein. Und zwar, wir wählen zuerst die Nummer 2 aus. Denn 2, 3, 4 sind immer gefüllt, aber wir gehen nur auf Nummer sicher und machen die ersten 7 Slots. Das heißt also die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, also 7 Slots. Abwechselnd immer Turtle Select und Turtle Drop. Dort wird wenn man Drop eingibt und keine Nummer gibt, dann wird er alles ablegen. Turtle Drop. Turtle Select 3. Turtle Drop. Das wird er also alles ablegen, hoffentlich. Turtle Select. Genau. Das werde ich jetzt machen für alle. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es funktioniert. Wir machen einen Testrun. Es bleibt spannend. Oh. Oh, Kun, du bist der Beste. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Und zwar, der nimmt aus Versehen manchmal Saplings auf. Und ich will verhindern, dass... hat er gerade versucht zu füllen? Ich glaube nicht. Ich will verhindern, dass er jetzt noch... Hör auf damit. Hör auf, das dunkel werden zu lassen. Dankeschön. Ich will verhindern, dass die Saplings mit da reinkommen. Obwohl es eigentlich gar nicht tragisch ist, jetzt wo ich es überlege. Denn es ist meistens nur ein Sapling und der verliert sich dann... einfach ganz einfach da unten. Deswegen werde ich das doch erstmal lassen. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal unten die Holzproduktion oder die Holzantiproduktion, besser gesagt. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich habe mir eigentlich überlegt, dass wir, wenn wir hier, das ist so gut platziert, finde ich. Moment mal, überlegen wir mal, wenn wir einfach nur hier eine Redstone-Torch machen. Dann, Moment, das läuft jetzt. Wenn ich jetzt eine Redstone-Torch mache, dann läuft es nicht. Und dann läuft es nur, wenn das Ding voll ist. Das wollen wir nicht, also machen wir stattdessen eine Redstone hier hin. Das heißt also, wenn das Ding an ist, das heißt also, wenn das Ding leer ist. Ne, Moment. Ja, ich glaube, so wird es funktionieren. Wenn das Ding hier voll ist, dann gibt es ein Redstone-Signal ab und schaltet das Ding hier aus. Deswegen müssen wir das hier so machen. Das heißt also, solange, ich glaube aber, das gibt jetzt ein kleines Problem. Das blinkt jetzt nämlich. Ja, aus irgendeinem Grund blinkt das nämlich. Ja, ich glaube, es funktioniert. Ja, ich glaube, es funktioniert. Jetzt, wird der, solange das Ding hier, aktiv ist, was so lange ist, wie das Inventar voll ist. Das heißt, theoretisch, wenn es gerade nicht voll ist, wird es, die ganze im Kreis laufen und das Ding aktivieren. Und das wiederum bedeutet, wir sollten jetzt eigentlich genug Energieproduktion haben. Mehr als genug. Und wer hätte das gedacht, dass es Nacht ist? Wer hätte das gedacht? Auf jeden Fall, ich schaue mal noch ganz kurz, wie viel Zeit wir noch haben für die FDB-Folge. Und dann gucken wir mal. Hey, ich wollte eigentlich nicht raus haben. Mal gucken.
Guckt euch diese Mauer an. Holz an. Sieht aus wie ein riesiger Bandwurm, der sich da so durchschlängelt. Jetzt, wo ich das angucke, wenn da ein Sapling kommt, der wird garantiert reingehen und wird das gesamte Ding verstopfen. Ich muss so schnell wie möglich sofort, und es wird schon wieder Abend. Ja, wir müssen mit einer Diamond Pipe die Saplings aussortieren, ganz garantiert. Deswegen nehmen wir uns mal einen Sapling und spalten das Ganze mal hier ein bisschen auf. Moment, ich muss hier rein. Na, Stein, nein, ich hab dich doch so geliebt. Auf, wir müssen hier, genau hier müssen wir, ich mach mal hier ein bisschen Platz, die Diamond Pipe platzieren. Und diese Holzdinger fliegen da lang mit hoher Geschwindigkeit. Ich muss unbedingt ein Holz abgreifen. Dankeschön. Das reicht schon. Au. Ja, wir müssen die Dinger jetzt teilen. Und wir wollen, dass... Hey. Nein. Wir wollen, dass durch das Schwarze, oder sagen wir durch alles, außer zur Seite, das ist rot, ein Holz durchgeht und die Saplings gehen durch rot, die dann anschließend zu dem Ding führen. Und was ich machen will, ist folgendes. Man kann die Items ja wie gesagt nur durch die Spitze des Dings durcharbeiten. Man kann die Items nur auf die Spitze setzen von dem Barrel und dann gehen sie rein. Da ist aber das Problem, dann kann der liebe kleine Golem die Dinger nicht mehr reintun. Und genau deswegen mache ich folgendermaßen. Ich lege einfach eine Pipe ungefähr hierhin. Und dann speichere ich die einfach in die Umgebung. Und daraufhin wird der Golem die sowieso automatisch einsammeln. Da ist es. Schön. Genau so. Das heißt also so. Ich hoffe, so war es richtig. Jo, passt so. Dankeschön. Das heißt also nach, wenn da ein Sapling durchkommt, und das können wir ja gerne mal austesten. Wir nehmen mal einen Stack und tun den hier rein. Dann wird anschließend stattdessen hier rausgespeit, hoffentlich. Ansonsten habe ich nämlich viel zu große Ängste. Komm, ich sehe die sogar da durchfliegen. Wo landen die denn? Ach da, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die aufsammeln kann. Jo, alles okay, der bringt die jetzt dahin. Ist eigentlich ganz schlau. Auf jeden Fall werden die Siblings ja wie aussortiert. Oh, das war alles schwer zu sagen. Und stellen jetzt keine Gefahr mehr da. Kuhn, du kannst gerne mal was machen. Vielen Dank auch. Aber ja. Das heißt jetzt also, wir müssen jetzt keine Angst mehr haben, dass die, kannst du da hoch oder wie ist das genau? Ich kann den Weg freimachen, ne? Nur so. Ich glaube, ich sollte allgemein mal drumherum komplett den Weg freimachen. So, wie die Bahn. Nee, was war das? Ich glaube, welche waren wir dann? Wir machen den Weg frei. Was war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind fertig. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Und jetzt können wir Holz produzieren und dadurch Energie gewinnen. Und, Heidewitzka. Na, du hast nichts zu tun, ne? Du stehst einfach nur doof rum. Viel Spaß. Ja, alles fertig. Das gesamte Holz ist auf dem Weg nach unten. Kann allgemein mal ein bisschen Holz da immer reintun. Ich habe immer Angst, dass der kleine Golem irgendwas Falsches aufnimmt. Deswegen muss ich mir irgendwann mal einen Schlauen machen. Aber ja, ich gucke jetzt noch, was wir noch machen können. Wahrscheinlich nichts mehr, weil die Folge so lang ist, dass ich nicht mehr drehen kann. Aber so kurz, dass ich sagen kann, dass sie kurz ist. Aber ja, wir sehen uns gleich. Aber ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns hier. Nur so zur Info, ihr dürft gerne unten in die Kommentare schreiben, auch wenn Google Plus das ja gar nicht will, dass ihr unten in die Kommentare schreibt, denn ich habe schon gemerkt, wie die Kommentare zurückgehen und das liegt wahrscheinlich an Google Plus, weil ich ganz genau weiß, dass ihr das genauso scheiße findet wie ich. Auf jeden Fall, wenn ihr Google Plus habt, dann schreibt doch unten in die Kommentare, was ich dann noch bauen könnte. Ich habe mal vorgehabt, eventuell die Portal Gun zu bauen, aus Portal, denn die Mod ist da auch drin, wie ihr sehen könnt. Aber ja. Ich würde mal sagen, für diese Folge ist es vorbei. Sorry nochmal für die kurze Folge, aber ich will sie so nach Themen ordnen. Im Sinne von, diese Folge arbeiten wir an Kunden und die nächste an was anderem. Und da kann ich jetzt nicht unmöglich noch was in den letzten 30 Minuten da reinpferchen. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bei Minecraft Feed the Beast.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei was auch immer. Je nachdem, was ihr wollt oder was mir einfällt. See ya, Leute. Weißt du was? Warum ist die Jetman Engine jetzt auf? Hä? What the hell? Okay.